bezweifle es. Hoffen wir es einfach mal für dich, ne? Dass sie sterben. Ich glaube, wir sind alle tot. Ah, die sterben schon. Der Portalwächter ist angekommen. Hier ist nur einer. Ah, alle getötet. Ah, einer ist entkommen, fuck. Kann man halt nichts mehr. Nicht einmal als Archon überlebe. Nicht einmal als Archon überlebe. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Das ist wirklich tief, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst als Archon, aber wenn es noch für kurze Zeit war, einfach der Portalwächter. Nee. Ich kann dich einfach nicht leiden. Boom, tot. Was ist das? Hallo, du Mann. So, Rückkehr. Gott. Also boom. Seltene Quelle. So, so. Ach, das muss ich aufmachen. So, da muss ich damit zum Schmied. Schmied. Schmiedstufe 12. Ihr habt den höchsten Rang für diesen Handwerk erreicht. Gerüchte zufolge gibt es weitere Rezepte, die verborgen glauben. Okay. Seltenes Templer-Relikt. Ja, stell dir einfach mal von dem Kopf, Schultern, Brust, Hände, Handgelenke und halt von den Beinen, Füßen einfach mal das 61er-Gear her und eine Waffe. Stell dir mal, was spielst du denn gerade für eine Waffe? Ich habe jetzt gerade einen seltenen Zauberstab Einhand. Ja genau, das ist ja in Ordnung. Jetzt machst du dir noch die Nebenhand zum Beispiel. Habe ich schon was oben auf der Nebenhand. Aber das... 60. Na, 46er. Die hat auch alles herstellen sollen, dann wird dein Damage halt auch dementsprechend halt höher gehen. Warte mal, da habe ich doch eine andere Quelle erinnern. Ja, da habe ich eine 60er Quelle habe ich noch. Ja, alles herstellen, alles, keine Ahnung, crashen, wie du halt magst. Das erhöht halt auch deinen Damage, ne? Hm. Du warst, das ist
halt genau das, was du halt jedes Mal machst. Es gibt halt so gewisse Level Points oder Schmied, man sagt Schmiede Points halt dazu. Und dann schmiedest du dir halt die Sachen hin, weil du brauchst halt noch eine bessere Schulter und einen besseren Kopf. So, auf jeden Fall. Also die Brust ist auch scheiße, die du anhast, und die Handgelenke sind scheiße. So, das müsstest, könntest du dir halt alles eigentlich herstellen. Dafür müsstest du eigentlich genug Bets haben, wenn du alles aufgehoben hattest. Ja, ich hab bis jetzt nix. Ja, wenn nicht, ist auch egal, weil ich mache ja den Damage. Na, na, ich hab schon. Brust ist 61. Gürtel ist 22. Gürtel brauche ich dann 9. Beinschutz, Brustschutz, Gürtel. Wie gesagt. Ja, stell den mal jetzt einmal her. Muss ich austauschen, hilft dir nichts. Was brauche ich denn noch? Handschuhe. Die Schuhe sind auch scheiße. Stiefel. Okay. Schulterschutz, Thomas. 70, 61. Schädel ist auch scheiße. Kopfschutz. So, jetzt schauen wir mal das durch. Was ist das? Barfuß. Ja, Handschuhe noch. Na gut, Ringe habe ich jetzt keine zum Schmieden da irgendwas. Da brauche ich ja Edelsteine für die Ringe, ne? Ringe sind ja erstmal egal, es geht ja um das Hauptgear einfach. Na gut, jetzt habe ich mal also ziemlich alles auf 61. Ja. Hat der halt auch Damage gepusht, ordentlich bestimmt. Nochmal, wie es jetzt geht. Ja, jetzt geht's ein bisschen besser, würde ich sagen. Hä? Jetzt ein bisschen besser. Okay. Ja, und du hältst halt viel mehr auf. Ja. Jetzt hört ihr mehr aus, ja? Bei weitem mehr. Ja. Aber trotzdem gibt's noch ein paar Wichser, die was irgendwie fressen. Oh, Fernkampf-Dinger halten, die tun halt auch so, weil ich will. Der Seelenernter. Ich werde noch Was ist in der Season eigentlich jetzt der Übercharakter? Das
denn der Übercharakter? Naja, der, was am, was die Season am meisten Damage macht oder am vorige Season oder vorvorige Season, was ja der Magier, ne? Okay, also im Viererplay ist es der WD, Firebird, also Fledermaus WD, dann normalerweise der General Monk. Sagt man ja. So wie jedes Season eigentlich und halt mittlerweile der Mage halt als Bosskiller. Aber auch nur bis 110 oder 100 Bild, was die jetzt geschafft haben, ich weiß es nicht. Okay. Als Mage. Und darüber? Ja, darüber ist halt wieder Genmon. Also General Mon. Bosskiller. Hier ist nächste Runde. Ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass sich das so lange zieht, von 60 bis auf 70. Naja, bist du mit einem Vierer gern, mit einem Vierer-Trupp da spürst in dem Sinne, oder ja, mit einem Vierer-Trupp, was sind maximal, glaube ich, nur 4 Leute, ne? Dann geht es sicher ein bisschen schneller. Ja, du hast ja auch viel mehr Erfahrung. Vierer-Play oder ein Gruppen-Play kriegst du auch viel mehr Erfahrung, das kommt ja auch noch dazu. Okay. Du kriegst halt viel mehr Erfahrung, du hast halt immer einer gleicht den anderen aus. Einer hat mal mehr Glück mit dem Loot, wie ich halt schon gesagt, die anderen halt weniger und das passt sich halt immer an. Wie fühlt sich das an? Ich muss zurückkehren. Okay, was haben wir denn da Neues? Das Blut der Nephalem fließt wahrlich.